Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute zeige ich euch mal, womit ich die Medaillen gewinne. Und ich habe ja beim letzten Wettkampf in Polen, bei der LREC, wieder drei Medaillen mitgebracht. Und ich will euch mal die Gewehre vorstellen, also eins nach dem anderen natürlich, womit ich das geschossen habe und wie die genau ausgerüstet sind. Ich fange heute an mit dem Magnum-Kaliber. Und mit meiner RS9. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ja, ich habe diese Waffe ja schon ziemlich lange und ich habe die auch schon ein paar Mal vorgestellt in einigen Videos. Ich muss mal gucken, ich suche die mal raus für euch. Und die Waffe hat sich bewährt. Ich habe damit ja auch sehr weit geschossen, bis zu 2 Kilometer. Selbst das ist möglich. Und das Ganze mit dem Kaliber 338 Lapua Magnum. Ich finde, das ist ein sehr cooles Kaliber, weil man kann es noch auf vielen Schießständen benutzen. Nicht so wie mit einem 50er oder auch mit einer Chetek-Patrone. Da sind die Joule-Zahlen nachher zu groß, weil viele Schießstände sind halt nicht ausreichend dimensioniert, um das noch schießen zu können. Ich muss zum Beispiel auch auf meinem Heimatstand mit einer Patrone schießen, die nicht so viel Energie hat, die ich extra nur dafür hergestellt habe. Und die ich auch bei der DEFA habe vermessen lassen. 338 Lapua Magnum ist ein super Kaliber, um, ich sag mal, so bis 1400 Meter zu schießen. Man kann zwar weiter schießen, aber viel Sinn macht das nachher nicht mehr. Und die Wettkämpfe zum Beispiel in Polen, die gehen ja meistens so im Magnum-Bereich, in der Königsdisziplin sozusagen, bis 1100 und ein bisschen drüber hinweg. Das ist die optimale Patrone dafür. Das gibt es natürlich noch viele andere Kaliber, die auch funktionieren. Aber ich habe mich ja nun von Anfang an dafür entschieden, weil ich natürlich auch dieses Gewehr damals haben wollte. Das ist quasi ein Original-Scharfschützengewehr der bestimmte Einheiten, sage ich mal. Und das ist dementsprechend gut gebaut. Das heißt, zumindest ist es sehr, sehr sicher und es ist auch auf Haltbarkeit ausgelegt, denn dafür ist es alles getestet worden und hat diese ganzen Tests bestanden. Ja, das ist die Hähnel RS9 im Kaliber 338 Lapua Magnum. Ich habe ja auch die 308 gehabt, aber das habe ich wieder verkauft. Aber das Ding hier funktioniert für mich hervorragend. Ich habe ja das Kaliber gewechselt von 308 auf 6,5 Creedmoor. Ja, der Lauf hier vorne ist zwar relativ dünn, also für meine Verhältnisse, ist aber ausreichend dimensioniert. Natürlich kann man jetzt nicht so einen mega dicken Lauf hier ranbauen. Das ist ja immer noch ein Militärgewehr. Und ich weiß nicht, was der vorne hat, 22 mm oder 23, muss man nachmessen. Und das ist aber völlig okay. Diese 10 Schuss, die man macht, oder 3 plus 10, die kann das Gewehr ab, sodass es nicht zu heiß wird. Das, was es nicht mag, habe ich festgestellt, sind sehr, sehr schnelle Schussfolgen. Bis zu 20, 30 Schuss, wie ich das mal beim Speedpokal geschossen habe. Dafür ist das Gewehr einfach nicht gebaut und dafür würde ich es auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Was ist hier dran? Hier vorne ist eine Bremse von B&T dran. Und diese Bremse hat gleichzeitig eine Aufnahme für einen Schalldämpfer, den man auch von Hähnel beziehen kann. Aber ich glaube, es ist auch ein B&T-Schalldämpfer. Der Lauf ist hier 69 cm lang. Das ist also so ein Mindestmaß, was man auf jeden Fall braucht, weil die Patrone muss schon ordentlich beschleunigt werden. Und umso länger der Lauf ist und umso anderes Pulver kann ich nehmen, umso mehr kriege ich Beschleunigung da drauf. Ganz klar. Und ein schnelles Geschoss ist auch für eine 338 Lapua Magnum super. Das heißt, ist mein Lauf länger, kann ich mit dem gleichen Druck, ich gehe mal so 15% unter Maximaldruck, kann ich also deutlich mehr Geschwindigkeit rausholen und das ist auf jeden Fall super. Was haben wir hier noch? Das System ist, sehr gut gebaut, finde ich. Das Ganze läuft sehr, sehr smooth.
Ah, hier ist noch meine Safety Flag drin. Und ja, ich kann da nicht meckern. Ne? Also das ist gerade für eine 338 ist das super und läuft sehr, sehr sauber. Und ja, ich finde das also richtig gut gelungen. Ich nehme mal das Magazin raus. Das Magazin ist aus Metall. Das ist richtig, ist auch schwer, ne? Und ist auch sehr, sehr haltbar. Passen 5 Patronen rein, mehr nicht. Sieht ein bisschen größer aus. Aber ja, 5 Patronen reichen. Nimmt man 2 Magazine mit, kann man die vollladen. Aber eigentlich kann man auch Einzelschuss machen oder wie man das gerade möchte. Ne? Bei Einzelschuss muss man darauf achten, dass man das vorher ein bisschen runterdrückt. Sonst kriegt man, also die Patrone von oben reindrückt, sonst kriegt man das nicht mit Einzelschuss so richtig gut geladen. Das ist der einzige Nachteil. Ich schieße ja immer aus dem Magazin und ganz ehrlich, es funktioniert. Ne? Das hier war die Longshot mit der RS9. Königsklasse, 3. Platz. Und ich schmeiße das mal hier gleich um. Und das hier war jetzt die letzte. Die LREC, auch 3. Platz, genau die gleiche Klasse. Und man sieht, das funktioniert. Ne? Man muss eine ordentliche Munition haben und dann kann man da regelmäßig vernünftig schießen. Der Knackpunkt an diesem Gewehr war das ZF bisher. Das ist einmal kaputt gegangen. Ne? Also ich habe ja im letzten Jahr konnte ich ja die, ich weiß nicht, ob das die LREC war, eine von beiden, habt ihr das Video gesehen, wo ich abbrechen musste. Das ZF war verstellt in der Mitte. Das fand ich nicht so gut. Ich habe das ja damals empfohlen, aber das gehört halt, war zusammen. Das ist das Originalgewehr, jetzt auch militärisch, wenn man so will. Und ich wollte das jetzt nicht auseinanderreißen. Das ist der einzige Grund, sonst hätte ich hier schon wahrscheinlich einen Zero Compromise raufgebaut. Aber ich sag mal, das ist ja völlig ausreichend. Das ist völlig in Ordnung, das ZF, wenn es denn funktioniert. Ja, und damit habe ich ja auch die Medaillen geholt, also von daher kann man sich da nicht beschweren. Das, was man auf jeden Fall haben sollte, ist eine Sonnenblende hier vorne, das ist ja das vordere Stück. Und das macht sehr viel aus, um kontrastreicher zu sehen, um Spiegelungen nicht drin zu haben, um das ZF zu schützen bei diesem ganzen Dreck, der da immer rumfliegt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Hier ist auch die originale Eratak Montage drauf, die zu dem Gewehr gehört. Die ist auch völlig in Ordnung. Man hat auch, die ist auch relativ hoch. Man hat hier also noch Platz für Nachtsicht oder Wärmebildvorsätze hier vorne. Ist ja meistens Wärmebild. Ich schieße ja sehr gerne etwas höher, weil ich den Kopf nicht so runterneigen will hier auf diese Ebene. Deswegen ist diese Höhe für mich überhaupt kein Problem. Ich schieße da viel angenehmer, entspannter und lasst euch nicht erzählen, das ZF muss unbedingt so niedrig wie möglich, das ist Quatsch, ihr müsst so entspannt wie möglich schießen. Das ist der Sinn dieser ganzen Aktion. Denn die Höhe könnt ihr hier hinten anpassen. Dafür ist das Ding ja da. Ne? Da mache ich einfach hier zack. Naja, das muss ich jetzt mal runter machen. Na, so ist unten. Ich mache das mal raus. Und wenn ich hier zack, dann geht das nach oben. Wenn ich den Kopf hier drauf habe, na, dann kann ich hier einfach aufmachen. Dann kann ich langsam auf die Höhe gehen, die ich brauche. Und wenn ich die richtige Höhe habe, lasse ich hier los. Und dann rastet es ein. Also das ist schon ja, eine super Geschichte. Aber wir waren hier erst beim System. Das System ist sehr, sehr haltbar. Und das funktioniert auch alles. Ne? Hier ist eine komplette Pika. Die geht auch weiter durch nach vorne, wenn man es braucht. Ich brauche es ja nicht wirklich. Aber dann ist sie da. Es gibt übrigens ein Facelifting demnächst. Oder ist es schon gekommen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade nicht auf der Höhe der Zeit. Und da wird der Vorderschaft, der ist irgendwie umgestaltet. Ich hatte den ja schon mal abgespeckt bei der RS8, aber im Endeffekt gefiel es mir doch nicht so gut und ich habe das Original so gelassen und das Ding bleibt auch so, weil das ist das Originale, die erste Auslieferung und die will ich einfach genauso behalten und ganz ehrlich, sie schießt ja auch gut genug. Ja, was kann man dazu noch sagen? Der Klappschaft ist super, weil das Ding ist ja schon ganz schön lang und diese Konstruktion bei diesem Klappschaft, die ist auch wirklich so, dass da nichts wackelt. Jetzt nach diesen ganzen Jahren, wo ich die schon habe, wackelt da nichts. Und das haben die wirklich vernünftig hingekriegt. Also A, diese Klappschaftkonstruktion und den Schaft an sich. Ne? Ich habe ja die Möglichkeit, also hier die Schaftbacke hatte ich eben schon gezeigt. Aber ich kann natürlich auch hier einfach das Ding richtig weiter rausziehen. Was übrigens wichtig ist, denn ich schieße natürlich immer mit anderen Sachen. Und wenn ich immer den gleichen Abstand haben will, sonst habe ich eine andere Haltung. Na, wenn ich eine dicke Jacke habe und eine Unterjacke, dann ist das so dick, dann muss ich quasi so ein Stück das Gewehr kürzer machen. Und wenn ich nur mit einem T-Shirt schieße, weil draußen 30 Grad sind, naja, dann muss das Ding halt ein bisschen weiter raus.
Und dafür ist das da. Das geht alles mit einer Hand und das ist natürlich auch eine coole Geschichte. Und das muss sein. Ne? Die Verlängerung muss sein, die Schaftbackenhöhe, die Verstellbarkeit muss sein. Und natürlich auch hier in der Höhe, denn wie man das sieht, ne, wenn ich jetzt mehr im Stehen schießen würde, oder was ich natürlich nicht mache hiermit, oder im Sitzen, was ich auch nicht mache, dann würde ich das natürlich weiter runterstellen. Aber wenn ich liege, dann muss das auf jeden Fall nach ganz oben. Und ihr seht, das ist natürlich hier, ne, so 3-4 Zentimeter sind das, die ich das höher stellen kann, sodass es alles super passt. Hier hinten ist eine Schaftbackenauflage, die habe ich mir mal genäht. Da gibt es, glaube ich, auch ein Video zu. Und da sind jetzt auch meine beiden Ersatzpatronen dran. Und falls ich die brauche, die sind nicht hier vorne dran. Ja, kann man machen, wie man will, ist eigentlich egal. Aber das ist sehr angenehm, ne? Weil man gerade beim statischen Schießen liegt man da noch immer eine Menge rum. Und da ja, gucke ich öfter durch, dann lege ich mich rauf. Das ist sehr, also sehr angenehm. Ne? Das ist es. Das Ding hat einen ordentlichen Rückschlag, muss ich sagen. Weil das ist keine richtige Bremse, oder ist es schon, aber die Wirksamkeit dieser gegen den Rückstoß ist hier nicht sehr groß. Das ist eher so moderat, sodass der Rückstoß immer noch vorhanden ist. Ja, wir waren vorhin beim Zielfernrohr. Ich habe hier noch angebaut einmal den Neigungsmesser auf dieser Seite. Das sieht man, ne? Also den braucht man nicht wirklich, ganz ehrlich. Ich schieße ja nicht die Berge runter. Also der ist da drauf, aber die Libelle, und ich glaube, das ist von Iratak auch, die Libelle ist super, denn der Neigungsschusswinkelkompensator hier, der ist auch recht teuer, muss ich ehrlich sagen. Aber diese Brücke, wo die Libelle drauf ist, die ist super und die brauche ich auch immer, weil gerade wenn man sehr weit schießt, braucht man eine Libelle, weil sonst bei jeder Verkantung der Schuss garantiert nicht da sitzt, wo er ist, sondern ich schieße ja nicht meine Kurve so mehr, sondern ich schieße so. Ich schieße also, wenn ich nach rechts verkante, schieße ich links vom Ziel und auf der anderen Seite genau andersrum, ne? Rechts vom Ziel. Das will ich natürlich nicht. Also immer exakt gerade. Hier vorne ist das mein altes Fortmeier dran, ne? Weil das Fortmeier ist von der Masse her und von der Stabilität her genau das Richtige für das Gewehr. Und ja, da braucht man eigentlich auch nichts anderes. Es gibt diese Fräsung mit 45 Grad Winkel. Manchmal hätte ich mir das schon gewünscht. Ich habe hier nur 90 Grad Winkel gefräst. Und naja, ich bin damit aber auch klargekommen. Von daher ist das auch kein Thema. Was ich noch sagen will, ich habe hier oben drauf immer noch meinen Aimpoint. Grundsätzlich ist also so eine kleine Schiene nochmal drauf. Also die kommt natürlich auch von Iratak, weil die muss ja hier auf die Montage passen. Und diese kleine Schiene, da drüber ist dann nochmal ein kleiner Adapter mit einer Schnellspannvorrichtung für das Aimpoint T1. Ich benutze ja immer Aimpoint T1 auf jedem Gewehr als Zielsuchhilfe. Das ist natürlich nicht dafür gedacht, auf 100 Meter oder 50 Meter zu schießen, macht man mit so einem Gewehr sowieso nicht, sondern einfach dafür, das Ziel schnell zu finden, weil man kann sich also wirklich schnell verschießen, sage ich mal, ne? Dass man statt auf die 800, auf die 600 schießt und. Und das kommt bei jedem Wettkampf immer wieder vor, bei jedem Wettkampf. Und damit kann man das Ziel auf jeden Fall besser suchen. Ja, dann gucke ich, meine Scheibe steht ungefähr da, wo das Signal da hinten steht. Dann gehe ich erst zum Signal, gehe runter und weiß, da rechts nehmen wir sie. Und dann gucke ich erst ins Zielfernrohr. Also genau wie beim PRS, beim dynamischen Long Range, da brauche ich das ja bei jedem Schuss. Aber genau so suche ich hiermit auch meine Ziele. Ja, also Zielfernrohr, Montage, System, Vorderschaft, Lauf haben wir gehabt. Hinterschaft, Klappschaft haben wir gehabt, auch alles dran. Hier ist noch ein etwas schräger Griff dran. Ich hätte mir hier gerne einen geraden Griff gewünscht, gibt es aber nicht, ist so original. Also nehme ich den so. Das Zweibein haben wir gehabt. Ich glaube, ist alles. Ich habe alles gezeigt, was an dieser Waffe dran ist. Magazin auch und meine Munition. Die habe ich natürlich selbst entwickelt und das war auch. Ne, habe eine lange Zeit gebraucht. Ich glaube, hier schieße ich noch die Berger. Und zwar, das ist eine Jagdmunition. Ich habe davon so viele. Und solange ich die habe, schieße ich die auch weiter. Und dann entwickle ich eine neue. Ich hoffe, dass ich die Skorion kriege dafür in 338. Die werde ich schon noch kriegen. Und dann baue ich mir eine neue Muni dafür. Und ich hoffe, dass die genauso gut fliegt.
Denn das Ganze, was ich hier gebaut habe, das hat ja gezeigt, dass es funktioniert und das ist ja auch nicht das erste Mal. Ja, ich glaube, das ist die Konfiguration komplett, die ich euch zeigen wollte. So viel zur RS9 in meiner Wettkampfausstattung und mit der konnte ich schon meine Medaillen einheimsen, mit nach Hause bringen und habe mich auch immer sehr gefreut darüber. Ne? Es war ja immer sehr viel Wind im Spiel bei solchen Aktionen. Also das Gewehr ist nur ein Teil davon, ganz klar. Der Rest muss auch noch funktionieren. So, das soll es aber gewesen sein für heute. Und ich stelle euch beim nächsten Mal dann die anderen beiden Waffen vom letzten Mal vor mit der Konfiguration, wie ich sie im Wettkampf, also im statischen Schießen, benutzt habe. So viel hierzu. Oh, my God.